Hi Leute, heute geht's um einen Bau einer Feuerdose, eine Notkocher, wo man mitnehmen kann auf Tagestouren, auf Angeltouren. Dazu benötigen wir eine Dose. Wir brauchen Kerzen und Pappe. Kommen hier in die Dose rein. Bin selbst mal gespannt, wie lange das brennt. Na? Doch jede Menge. So. Und wenn die Kerzen geschmolzen sind, kommt das Kerzenwachs da drauf. Habe die Kerzen auf den Ofen zum Schmelzen gebracht. Und jetzt werden die Flüssigkeit wird hier gefüllt. So heiß. Das muss dann abkühlen. Ich denke, das reicht. Ein Bild ist drin. So, voll. Jetzt lassen wir es noch abkühlen. Mal schauen, ob sie hinhaut. Erstmal einen Kaffee gönnen. Ich hoffe, man kann sehen. Ja. Ja, brennt. Brennt wunderbar. Schneide ich mir mal den Speck an. Tiroler Bauchspeck. Der räuchert. Boah. Riecht mal. Super. Hier habe ich auch noch was Älteres, Buffalo Bill Messer.
Dieses Jahr habe ich vor, an den Rhein zu fahren. Wenn ich in den Steinpackungen sitze zum Angeln, da werde ich mir sowas mitnehmen. Kann ich zwischen die Steinpackungen machen? Kanne drauf, Pfanne drauf und das war's. Es geht ganz schnell und habe vermutlich keine Probleme im Feuer machen. Das Kaffeewasser kocht schon. Geht schnell. Super. Kommt die Pfanne drauf. Wow, heiß. Klasse. Das ist eine Idee. Der Tiroler Speck. Und dann kommen die Eier dazu. Also das klappt wirklich toll. Wenn man sich so die Hose vorbereitet, ich denke, dass die so 5-8 Stunden brennt. So lange braucht man nicht, hier was warm zu machen. Braucht man kein Holz zu sammeln, keinen Gaskocher mitnehmen. So eine Dose, das langt für so ein Wochenende. Steine findet man überall. Oh, das sieht aber gut aus. Sonst mache ich keinen dran. Weil der Speck, der ist salzig genug.
gutes Bauernbrot. So kann man leben. Und schon hat man eine Mahlzeit. Auf die Schnelle. Bin begeistert. Das mach ich mal wieder. Tschüss, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Helfers Angelsport. Wir sehen uns.